heute ist mal wieder Montag und zwar ein ganz besonderer. Jetzt wird gemeckert, heute ist der Meckermontag, Mirellas Meckermontag, da darf man das. Hashtag Memo. Und heute erzähle ich euch einfach mal von meinen komischen, unangenehmen, peinlichen, unglaublichen Situationen. Ich bin schon mal nichtsahnend durch die Stadt gelaufen und dann kommt mir doch so ein Typ entgegen, der so ein bisschen assi war, würde ich jetzt mal sagen. Und sagt so, als er mir entgegenkommt, hat dir heute schon mal jemand ein Kompliment gemacht? Und ich so, oh, nett. Nee, warum? So total blauäugig. Sagt er doch tatsächlich, nee, ich würde dir auch keins machen. Eiskalt. Eiskalt. Vor allem, was soll man denn darauf sagen? Ich meine, damit rechnet man ja nun wirklich nicht. Ein andermal bin ich gerade von der Uni zur U-Bahn gelaufen und da kommt mir ein Typ entgegen und sagt in dem Moment, wo wir uns kreuzen, ich weiß, ich bin hässlich. Und ich denke mir nur so, what? Also als ich das realisiert habe, was er so gesagt hat, war ich auch schon längst vorbei und irgendwie, ich hatte auch keine Ahnung, was... Oh. Komm hier in meine Arme, du brauchst eine Umarmung, du Kleiner. Was ist mit dir? Warum sagt man sowas? Liebt euch selber. Macht Liebe mit euch selber? What? Dann bin ich mal nach der Uni voll bepackt Richtung U-Bahn gelaufen. Fährt die U-Bahn ein. Ich, so nett wie ich bin, es war so eine ältere Dame, die bei mir im Nerz- oder Pelzmantel, ganz fein natürlich. Und ey, ich habe nichts gegen alte Leute, aber manchmal sind die echt frech. Also es gibt's gar nicht. Naja, ich voll bepackt, versuche dann irgendwie auf den Knopf zu drücken, um die U-Bahn-Tür zu öffnen für die Frau. Natürlich, weil ich bin ja ein nettes Mädchen und auch gern zuvorkommt. Sagt die doch tatsächlich zu mir, oh, da braucht man doch jetzt nicht drücken, die Tür, die geht von allein auf. What? Ich habe dir gerade quasi die Tür geöffnet und du beschwerst dich, dass ich den Knopf für dich gedrückt habe. Scheißegal, ob die von alleine aufgeht oder nicht. Es war eine nette Geste. Oh, wie kann man denn nur so verbittert und böse sein? Daraufhin habe ich sogar auch was gesagt. Ich bin ja immer so, mir wird dann total heiß und ich werde dann so richtig aufgeregt und zittrig und so. Die Wut, die kocht dann richtig in mir auf. Und ich habe sogar irgendwas gekontert, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich gesagt habe. Aber irgendwie sowas wie, naja, der Knopf wird schon nicht kaputt gehen, nur weil ich den jetzt gedrückt habe. Oder so. Weil ganz ehrlich, scheißegal, dann, oh, Entschuldigung, dass ich noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen bin und dass jetzt die U-Bahn-Türen sich mittlerweile schon von alleine öffnen. Aber dieser Knopf ist sicherlich nicht zum Spaß da und wenn ich den drücke, dann geht er erstens nicht kaputt und zweitens stört es niemanden, außer natürlich diese Frau. Weil der habe ich jetzt einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gezogen. Also so eine Unverschämtheit von mir, dass ich da auf den Knopf gedrückt habe. Oh, und die stand dann die ganze Zeit in der U-Bahn und so. Dann habe ich ja eine Zeit lang gekellnert und ich würde sagen, es gehört einfach da dazu, zum Kellnern Getränke über Personen zu schütten oder auch mal das Essen irgendwie fallen zu lassen. Natürlich nicht absichtlich, sowas würde ich niemals tun. Nein, habe ich wirklich nicht gemacht. Das Peinlichste war wahrscheinlich, dass ich meinen Latte Macchiato, der ja doch eine gewiss höhere Temperatur als eine Cola hat, ein Latte Macchiato einer Person den kompletten Rücken runtergeschüttet habe. Da hat sich auch gedacht, danke Mirella. Was für eine nette Bedienung hier, 10 Euro Trinkgeld. Nicht. Das ist halt mega, mega unangenehm und ich habe mich tausendmal entschuldigt und man möchte einfach nur im Boden versinken, aber ja, ich musste dann noch ein paar Stunden länger arbeiten und der Mann hat jedes Mal, wenn ich gekommen bin, kurz aufgezuckt und oh Gott, sie hat schon wieder ein Getränk in der Hand. Genauso habe ich es schon mal geschafft, ein Essen, wir nehmen jetzt hier mal diesen Block, das war so eine große Platte mit ziemlich teurem Essen, also wirklich, sagen wir jetzt mal so 35 Euro wert oder 50 Euro wert, ich weiß gar nicht mehr, ich kann die Preise schon gar nicht mehr, habe ich hier von der Trage, also von der Fläche, wo die Köche es bereit gemacht hat, hochgenommen, bin losgelaufen, einen Schritt, nicht mal einen Schritt, einen halben Schritt vielleicht. Und da war so eine Kante, bin doch da tatsächlich irgendwie mit dem Tablett hängen geblieben. Und blub, dann lag alles am Boden. Und das Restaurant war halt so, dass in der Mitte die Küche war. Das heißt, alle Gäste außenrum haben das natürlich gesehen. Das war überhaupt nicht peinlich. Überhaupt nicht peinlich. Ich sag,
dann habe ich mal einen großen Platz überquert. Naja, so groß ist er nicht, aber einen größeren Platz, wo in der Mitte ein Brunnen ist. Und da waren, das war noch im Sommer, da waren ein paar Kinder, zwei Kinder mit ihren zwei Müttern und haben am Brunnen mit so Wasser gespült und so Eimer. Und ich laufe halt bestimmt so mit 3 Meter Abstand so um den Brunnen vorbei und habe auch nichts gedacht. Denke nur so vor mir, warum ist denn da jetzt so viel Wasser am Boden? Wo kommt das her? Sehe noch so aus dem Augenwinkel, wie ein Kind einen Eimer voll Wasser macht und doch tatsächlich komplett auf mich geschüttet hat. Ist ja kein großer Platz, wo die Wahrscheinlichkeit, dass gerade ich da vorbeilaufe und das Kind es schafft, so weit das Wasser zu spritzen, dass es mir hier die komplette linke Seite, rechts ist das rechte Seite, nass gemacht hat. Yes! Und was sagen da die Eltern? Das war jetzt aber nicht so nett. Achso, das war's. Ja, es war nicht so nett, nee. Vielleicht sowas wie, das macht man nicht. Oder ich versohle dir gleich deinen Hintern. Nein, nein, das natürlich nicht. Aber die war ganz so gechillt, so, naja, ist doch nur Wasser. Ja, okay, es ist nur Wasser. Trotzdem, stell dir mal vor, ich wäre zum Vorsprunggestellungsgespräch gegangen und meine ganze Seite wäre nass gewesen. Die hätten sich auch gedacht, was ist denn das für eine? Die hat nicht mal einen Föhn zu Hause und kann sich die Haare trocknen. Die braucht unbedingt einen Job. Genommen! Ha! Was ich alles für komische Situationen mit meinen elektronischen Geräten habe, das habe ich ja euch in meinem letzten Meckermontag schon gesagt. Was für eine grandiose Überleitung. Das verlinke ich euch hier oben. Und darunter verlinke ich dir mein letztes Video. Das war alles über YouTube und Geld verdienen und so für alle geldgeilen Leute unter euch. So läuft der Hase und nicht anders. Denke ich, mache jetzt den Meckermontag so ungefähr alle 2 Wochen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, über was ich meckern soll, dann markiert sie mir mit dem Hashtag Memo. Einfach auf Twitter am besten. Das ist da am einfachsten. Da werde ich dann gucken, das nächste Mal, wenn ich es mache. Und vielleicht finde ich ja da einen coolen Vorschlag. Ich habe schon einen ganz tollen Vorschlag bekommen. Den habe ich auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast und dem Video einen Daumen hoch gibst. Und dann sehe ich euch in meinem nächsten Video, vielleicht am Freitag. I try, mal sehen, lernen, pupernen und so weiter. Ich gebe mein Bestes. Oder auch nicht. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Seit wann mache ich das eigentlich mit dem Winken? Ist das jetzt so ein mir relativ egal Ding oder soll ich es nicht machen?